Liebe Schwestern und Brüder, danke für die Einladung, hier heute Abend zu sein, und auch ganz dankbar sind wir, dass es wieder möglich ist, uns hier zu treffen und die Bibel zu lesen, zusammen zu beten und zu singen. Danke für die Einladung, bin gerne hierher gekommen, weit ist ja auch der Weg nicht. Sie haben gefragt, ob es Holländer gibt, die gibt es hier überhaupt nicht. Also vielleicht Niederländer, Holländer, das, Holländer bin ich auch nicht, ne? Will ich auch nicht sein. Aber schön hier so gemeinsam zu sein bei diesem Thema. Also ich habe, wie Sie gesehen haben, einen Titel auserwählt, von dem ich denke, vielleicht zieht es ein paar extra Leute an, die wissen wollen, wie sieht das aus. So ganz schwierig ist ja auch nicht bei dem Titel dieses Vortrages, dass wir Pfingsten brauchen, um Weihnachten feiern zu können. Wie es auch in dem Text geschrieben ist, den Text, den wir gelesen haben in Galater 4, Vers 6, dass wir Söhne sind. Gott hat der Geist seines Sohnes ausgesandt in unseren Herzen, der ruft, Abba, Vater. Dann geht es um die Notwendigkeit des Wirkens des Heiligen Geistes. Und diese Notwendigkeit ist nicht nur die Notwendigkeit, um deutlich zu machen, was das Wirken des Heiligen Geistes ist, was Pfingsten ist überhaupt. Ich denke, das wird immer mehr Leuten schwierig zu verstehen sein, was Pfingsten ist. Also Weihnachten, das geht ja noch, Ostern, Karfreitag geht vielleicht auch noch. Himmelfahrt wird schon schwieriger, aber für Pfingsten, da wissen viele nicht mehr, was das eigentlich für eine Feier ist. Ich las in einer deutschen Internetzeitung einen Bericht über den Tatort vom letzten Sonntagabend, und da ging es um allerhande Gruselgeschichten, und da wurde gesagt in diesem Kommentar zu diesem Tatort-Sendung, also diese Gruseligkeiten passt ja eigentlich zum Pfingstfest. Da geht es auch um schlimme Geister und so. So weit sind wir jetzt gekommen. Also deshalb ist notwendig, über das Wirken des Geistes zu reden, dass deutlich bleibt, was Pfingsten eigentlich ist. Aber noch viel notwendiger ist, dass wir wissen, dass wir alle den Heiligen Geist nötig haben, um Christus recht zu erkennen. Wie auch die Schrift sagt, dass es der Geist ist, der uns gegeben ist, damit wir Kinder Gottes werden und Gott Vater nennen können. Also diese Notwendigkeit des Wirken des Heiligen Geistes, das will ich heute Abend auch betonen. Dazu passt auch bei diesem Text die Notwendigkeit dieses Glaubensmomentes, das Moment der Bekehrung, also diese Umwandlung, die bei dem einen vielleicht in einem Moment geschieht. Es gibt ja welche, vielleicht gibt es auch hier, die sagen, also ich weiß genau, an jenem Moment in meinem Leben, da hat Gott zu mir gesprochen. Das ist mein Moment der Bekehrung, das Moment, in dem ich Kind Gottes wurde. Für andere ist es wie bei Timotheus, die von Kinds an Kind Gottes waren, das wussten und so auch erzogen worden sind. Also mehr eine graduelle Bekehrung, und andere eine wie Paulus Bekehrung. Aber wie auch immer, lang oder kurz, die Bekehrung, die brauchen wir. Die ist notwendig, das, was der Heilige Geist in uns wirkt. Auch darüber möchte ich gerne einiges sagen. Und dazu kommt dann das Verhältnis, und deshalb auch Ostern und Karfreitag im Titel, das Verhältnis zwischen Gesetz und Evangelium, worüber der Galaterbrief so viel schreibt. Wir können das nicht alles ausführlich behandeln heute Abend, aber dieses Verhältnis ist, denke ich, ganz essentiell für uns persönliches Leben, aber auch für die Predigt, für den Gottesdienst, für die Kirche überhaupt, dass wir das recht sehen im Lichte der Heiligen Schrift. Also, ich habe einige Punkte für heute Abend. Ich werde rechtzeitig darauf sehen, dass wir zur Kaffeepause kommen, denn nicht alle möchten so spät Kaffee trinken. Also erstmal kurz zum Galaterbrief. Was will der Galaterbrief uns sagen? Dann etwas zu diesen zwei Sorten von Gerechtigkeit. Das wird dann deutlich aus den Texten, die ich für Sie habe. Dann zum Begriff der Annahme, Adoptio. Wir sind ja eigentlich als gläubige Adoptivkinder angenommen worden.
Wir sind nicht Kinder von Geburt, nicht von Geburt Kinder Gottes. Wir sind angenommen worden, so spricht auch die Schrift darüber. Und das heißt zum Vierten, dass wir deshalb Gott als Vater anrufen können. Und was bedeutet das? Und dazu passen dann auch die Privilegien der Kindschaft Gottes. Ich habe ein paar Texte mitgenommen, die habe ich vervielfältigen lassen. Teile ich mal aus. Also lesen wir erstmal die Texte aus Luthers Einführung zu seinem Galater-Kommentar, denn ich denke, die sind sehr wichtig zum Verständnis des Begriffes Gerechtigkeit. Da sagt Luther, um was es sich in der Epistel St. Pauli an die Galater handelt. Vor allen Dingen muss gesagt werden, um was es sich handelt, das heißt, womit Paulus in dieser Epistel zu schaffen habe. Es handelt sich aber darum, Paulus will die Lehre vom Glauben, von der Gnade, von der Vergebung der Sünden oder der christlichen Gerechtigkeit so befestigen, dass wir die völlige Erkenntnis und den gewissen Unterschied zwischen der christlichen Gerechtigkeit und allen anderen Gerechtigkeiten haben. Denn es gibt vielerlei Gerechtigkeit. Eine ist die weltliche, mit welcher der Kaiser, die Fürsten der Welt, Philosophen und Juristen zu tun haben. Eine andere ist die zeremoniale, die durch menschliche Satzungen gelehrt wird, wie die Satzungen des Papstes und ähnliche sind. Hausväter und Schulmeister lehren dieselbe ohne Gefahr, weil sie ihr nicht die Kraft beilegen, als könne man dadurch für die Sünde genug tun. Gott versöhnen und Gnade verdienen, sondern sie lehren die Zeremonien nur als notwendig zur äußerlichen Zucht und zu einer gewissen Ordnung. Außerdem gibt es noch eine andere, nämlich die Gerechtigkeit des Gesetzes oder der 10 Gebote, welches Moses lehrt. Diese lehren auch wir, nachdem wir die Lehre des Glaubens zugrunde gelegt haben. Und dann geht es weiter. Weiter und über alle diese ist die Gerechtigkeit des Glaubens oder die christliche Gerechtigkeit, welche man aufs Sorgfältigste von den zuvor genannten unterscheiden muss. Denn die zuvor genannten sind diese ganz und gar entgegengesetzt. Einesteils, weil sie aus den Gesetzen der Kaiser, aus den Satzungen des Papstes und aus den Geboten Gottes herfließen, andernteils, weil sie mit unseren Werken zu schaffen haben und von uns geschehen können, sei es nun aus rein natürlichen Kräften, wie die Schultheologen davon reden, oder sei es auch aus Gottes Gabe, denn auch diese Gerechtigkeiten, die Werke sind Gottes Gaben, wie andere Güter, welche wir haben. Also da ist der Unterschied, den Luther macht zwischen der normalen gesellschaftlichen Gerechtigkeit und die christliche Gerechtigkeit. Und da sind wir bei einem wichtigen Thema, denke ich auch in der Kirche von heute. Wenn wir dieses Unterschied nicht machen, dann wird die biblische Gerechtigkeit zu einer horizontalen Gerechtigkeit. Dann wird die Botschaft der Kirche zu einer Botschaft von Gutes tun in der Welt mit an sich wichtigen Themen wie Schöpfung, Politik, Gerechtigkeit als Weltfrieden. Sie kennen all diese Begriffe. Aber das ist nicht die Gerechtigkeit, mit dem ein Mensch vor Gott bestehen kann. Das ist, wie Luther sagt, eine Gerechtigkeit, die herfließt aus dieser grundsätzlichen Gerechtigkeit, und das ist das richtige Verhältnis eines Menschen zu Gott. Und wo diese beiden Gerechtigkeiten nicht unterschieden werden, da versinkt auch die Botschaft der Kirche, da versinkt auch die Predigt in eine Moralbotschaft, in eine Botschaft von: Wir sind in diese Welt, um Gutes zu tun. Natürlich, das sind wir auch. Aber wie wissen wir, was Gutes ist, wenn wir nicht den Guten, wenn wir nicht Gott kennen? Und so Luther in seinem Kontext der Reformation, der sagt, ich höre immer wieder, tu das, tu das. Also die Lehre des Gesetzes. Sünde lassen, Gutes tun, und damit verdient man sich Gerechtigkeit bei Gott. Und dann findet er heraus, so geht das nicht. Der Galaterbrief zeigt uns, es gibt zwei Sorten von Gerechtigkeit. Natürlich ist es wichtig, Gutes zu tun und Sünde zu lassen, aber die Bedingung davor, die Basis, wie Luther sagt,
ist diese andere Gerechtigkeit. Das ist eine Gerechtigkeit, die mir gewährt, sozusagen. Das ist eine, wie Luther sagt, die Justitia passiva, eine passive Gerechtigkeit. Es ist der Gott, der mich gerecht macht, indem er mir als Kind annimmt, mir die Sünden vergibt, mir den Heiligen Geist schenkt. Und deshalb ist auch dieser Galaterbrief für Luther und für die Reformation und für die reformierte Tradition ein so wichtiger Brief. Denn hier sehen wir, wo es schief geht in der Theologie, in der Kirche, aber auch in unserem Leben, wenn wir meinen, dass es für Gott genug ist, wenn wir diese Gerechtigkeit tun und vergessen, dass wir erst gerecht gemacht werden müssen. Also ist wichtig, dieser Unterschied. Deshalb auch in 7, der nächste Text aus Luthers Galaterkommentar: Deshalb hat ein betrübtes Gewissen keine Hilfe, weder die Verzweiflung und den ewigen Tod, wenn es nicht die Verheißung der in Christo dargebotenen Gnade ergreift. Das heißt, diese leidende, passiva oder christliche Gerechtigkeit des Glaubens, wenn es diese ergriffen hat, so kann es sich zufrieden geben und zuversichtlich sprechen. Ich suche nicht die tätige Gerechtigkeit, die ich zwar haben und tun sollte, aber wenn ich sie gleich hätte und täte, so kann ich doch darauf nicht mein Vertrauen setzen, sie auch dem Gerichte Gottes nicht entgegenstellen. Deshalb entschlage ich mich aller tätigen und eigenen Gerechtigkeit und der Gerechtigkeit des göttlichen Gesetzes und ergreife allein die leidende Gerechtigkeit, die da ist, die Gerechtigkeit der Gnade, der Barmherzigkeit, der Vergebung der Sünden, kurz Christi und des Heiligen Geistes, welche wir nicht tun, sondern leiden, nicht haben, sondern empfangen, indem Gott, der Vater, sie uns gibt durch Jesus Christus. Das ist auch der Kerntext von heute Abend. Das ist auch die Botschaft, wie auch Luther hier sagt, wir brauchen den Heiligen Geist. Nur durch das Wirken des Heiligen Geistes werden wir gerecht vor Gott. Und wichtig ist da dieser erste Satz aus 7, ein betrübtes Gewissen hat keine Hilfe, weder die Verzweiflung und den ewigen Tod. Das heißt, auch Luther geht davon aus, wie auch die Schrift uns lehrt, dass der Mensch sich als Sünde vor Gott findet. Da hilft uns nicht diese andere Gerechtigkeit, nicht die Gerechtigkeit des Gesetzes. Ich kann für den heiligen Gott nicht bestehen, wenn ich mich vor ihm verteidige mit: Ich habe gut für Menschen gesorgt, ich habe gut für die Schöpfung gesorgt, ich habe all diese Gender-Diskussionen genau verfolgt, ich weiß genau, was richtig und was falsch ist in dieser Hinsicht. Das reicht nicht. Das ist nur diese horizontale Gerechtigkeit. Mein Gewissen vor Gott, das hilft mir nur, wenn ich verstehe, dass ich ein sündiges Menschlein bin und dass ich diese passive Gerechtigkeit von Gott brauche. Der Geist muss mich nicht zeigen, wo es lang geht. Der muss mich zuerst entdecken, dass ich den gekreuzigten Christus nötig habe, um in das rechte Verhältnis mit Gott zu kommen. Wichtiger Punkt, zwei Sorten von Gerechtigkeit. Erst bei Luther das Evangelium und dann erst das Gesetz. Und ich glaube, dass es für uns wichtig ist, dass wir das ständig auch sehen, auch mit Pfingsten, dass die Heiligung anfängt bei der Rechtfertigung und nicht andersherum. Das ist ja auch ein Thema, auch sagen wir, in der Gesellschaft, man muss was leisten. Gerade heute Morgen in der Vorlesung wurde noch erwähnt von einem unserer Studenten, die hohe Zahl von jungen Menschen, die selbst ein Ende am Leben machen, weil die nicht die Leistung bringen können, die gefragt wird. Man muss immer
Nummer eins sein. Immer leisten, leisten, leisten. Und viele schaffen das nicht. Und das gibt es auch im Glauben. Das gibt es auch in der christlichen Welt. Man muss leisten. Man muss so sein. Und Luther hat das versucht, bis ins Kloster hinein. Aber hat gesehen, das bringt nicht weiter. Das muss auch nicht. Denn es fängt an mit der Leistung Christi. Es fängt an mit der Leistung des Heiligen Geistes. Und das bringt die Ruhe in meinem Leben. Das angefochtene Gewissen, wie Luther sagt. Wir als Sünder vor Gott. Das ist Grund zur Sorge und auch Grund zur Ruhe. Grund zur Sorge. Wir Sünder vor Gott. Aber ist das noch ein Thema? Wir können selbstverständlich klagen und sagen, das hören wir in der Kirche kaum noch. Oder wir hören das von anderen kaum noch. Das bringt uns auch nicht viel weiter. Also ich würde sagen, erfahren wir das selbst noch, dass wir Sünder vor Gott sind und dass wir ohne Christus und ohne das Wirken des Heiligen Geistes vor Gott nicht bestehen können, nicht im Leben und überhaupt nicht im Sterben. Ist das noch ein innerlicher Kampf mit der eigenen Sündigkeit vor Gott? Vielleicht ist das ein Punkt, über den wir reden können nach der Kaffeepause. Sorge, aber auch Ruhe. Dieser Text aus Galater. Und dieser Punkt von Ruhe, das habe ich dann unter dem Begriff Adoptio. Adoptio ist ein Begriff, das man viel findet in den Werken Calvins. Aufgrund der Heiligen Schrift die Annahme zum Kind Gottes sein. Dazu die Texte von Calvin in seinem Kalender-Kommentar 5. Dass wir die Kindschaft empfingen, dürften die Väter unter dem alten Bunde auch ihre Kindschaft gewiss sein, so standen sie doch noch nicht im vollen Genuss dieses Rechts. Demgemäß kann der Apostel hier davon reden, dass erst wir die Kindschaft empfangen. Ganz ähnlich verlegt er Römer 8,23 gar unsere Erlösung erst in die Zukunft. Er denkt dabei an deren völligen Besitz. Wie wir nun erst am jüngsten Tage die volle Frucht der Erlösung ernten werden, die wir doch jetzt schon besitzen, so genießen wir im gegenwärtigen Augenblick erst die Frucht der Gotteskindschaft, welche die Väter vor Christi Ankunft noch nicht völlig fassen konnten. Wer also jetzt noch die Kirche mit einer Unsumme von Zeremonien belastet, betrügt sie um das Recht der Gotteskindschaft. Also Calvin zieht hier die Linie vom Alten bis ins Neue Testament. Im Alten Testament war das noch nicht so ganz deutlich, noch nicht der volle Besitz der Kindschaft Gottes. Im Neuen Testament, also für die Kirche von heute, ist das schon ein Stück weiter, ein Stück klarer. Und deshalb sollte man auch die Kirche nicht belasten und die Christen nicht belasten mit allerhand Zeremonien. Denn wer Kind ist, braucht nicht zu schuften wie der Knecht. Das ist eigentlich die Linie bei Calvin. Aber er sagt auch, und auch wir haben noch nicht die volle Kindschaft. Die gibt es erst nach Christi Wiederkunft. Und dann Vers 6, dass auch die Galater an der eben beschriebenen Gotteskindschaft Anteil besaßen, ergibt sich nun daraus, dass ihnen der Geist der Kindschaft geschenkt ward, den man doch ohne die Kindschaft selbst nicht wohlhaben kann. Paulus will sagen, Christi Geist treibt und mahnt euch, dass ihr wagen dürft, Gott euren Vater zu nennen. So muss es ja feststehen, dass ihr Gottes Kinder seid. Ganz ebenso nennt Paulus auch sonst den Geist einen Bürgen und ein Unterpfand unserer Kindschaft, so dass wir nun von Gottes väterlicher Gesinnung gegen uns fest überzeugt sein können.
Freilich ließe sich fragen, gehen nicht auch die Gottlosen in ihre Verblendung so weit, dass sie damit prahlen, Gott sei ihr Vater? Sie pflegen sogar umso anmaßender, sich Gottes zu rühmen, je weniger sie dazu ein Recht haben. Darauf antworte ich, Paulus redet hier nicht von eitler Prahlerei oder von dem, was einer für sich nach seinem eigenen Geiste beansprucht, sondern von dem Zeugnis eines frommen Gewissens, welche mit der Wiedergeburt unabtrennbar verbunden ist. Darum hat dieser Beweis nur unter Gläubigen Gültigkeit, weil die Gottlosen keine Erfahrung von dieser Gewissheit besitzen, wie der Herr selbst sagt, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht kann empfangen, denn sie kennt ihn nicht. Nicht anderes sagen auch Pauli Worte. Also bei Calvin das Gleiche wie bei Luther. Der Geist gibt uns die Kindschaft Gottes. Aber Gott Vater zu nennen, ist nicht etwas Selbstverständliches. So sagt auch Calvin, so sagt auch die Schrift. In der reformierten Tradition gibt es da diese, sagen wir mal, zwei Schienen. Es gibt die Schienen mehr des reformierten Pietismus, wo der Akzent liegt auf den Moment der Bekehrung, auf die Gewissheit der Erwählung. Und es gibt mehr diese Schiene der, sagen wir mal, der aktiven Reformierten, man könnte sagen, die Schiene von Abraham Kuyper. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Ich denke, so in der altreformierten Tradition ist das ziemlich so beieinander geblieben in der Geschichte. Selbst komme ich mehr aus dieser pietistischen Tradition und nenne hier als Beispiel meine alte älteste Tante. Als Beispiel, wie das ist mit dem Gottvater nennen. Sie ist schon lange verstorben, die älteste Schwester meiner Mutter, Tante Fem. Und Tante Fem war jemand, der, wie wir sagen, ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen, der geht durchs Leben mit dem Licht auf dem Rücken. Kennen Sie das? Mit dem Licht auf dem Rücken. Also das heißt, sie zeigt allen das Licht, aber sie selbst nicht. Also jedem hat sie das Evangelium verkündigt. Sie war schon früh Witwe. In April 1945 ist ihr Mann, der im Widerstand war, ist noch erschossen worden. Da war sie, glaube ich, 26 und ist immer allein geblieben und hat immer gezeugt, also immer gesprochen, Zeugnis abgelegt vom Glauben in Christus. Aber selbst ging sie nie zum Abendmahl. Denn das Abendmahl ist nur für die Kinder Gottes. Und da hatte sie nicht die Gewissheit dazu. Obwohl sie Luther kannte und sie kannte Calvin, aber selbst hatte sie diese Gewissheit nicht. Hat sie auch nicht in diesem Leben bekommen. Sie hat mich vor langer Zeit dann gefragt, wenn ich gestorben bin, möchte ich gerne, dass du den Trauergottesdienst machst. Und sagte, also mache ich gerne, muss sowieso hin. Aber dann muss ich wissen, was ich sagen soll. Und dann sagt sie, das habe ich alles aufgeschrieben. Und sie holt einen Zettel hervor und da stand auf die Psalmen, die gesungen werden sollten und auch der Textpredigt. Und der Text war aus Psalm 71, du hast mich von Kindesjahren an geleitet. Und da habe ich ihr gesagt, das ist ein schöner Text, aber das kann jeder sagen. Da braucht man nicht Kind Gottes zu sein. Das kann sogar der Ungläubige sagen, Gott leitet das irgendwie. Und da hat sie gesagt, das kann man nie sagen. Zweites Beispiel, eine ältere Frau in meiner ersten Gemeinde, die auch immer mit diesem Zweifel sagt, bin ich jetzt Kind Gottes oder nicht? Habe ich jetzt das Moment der Bekehrung empfangen oder nicht? Und da hat sie erzählt, dass sie als Kind von 6, 7 Jahren ihren Vater sagte, also ich habe Gott, unseren Vater, so lieb. Und dann hat ihr Vater gesagt, ach Kind, pass doch auf, was du sagst. Dass man nicht etwas sagt, was dir nicht zugehört. Dass du etwas nimmst, was nicht von dir ist.
Das ist auch eine Schiene im Reformiten-Protestantismus, die überhaupt nicht passt zu der Glaubenszuversicht, von der Calvin redet, auch in diesem Text. Aber man versteht es. Man versteht es gerade im Kontext von einer Umgebung, einer Theologie, einer Art von Predigt oder Glaubensstil, einer Spiritualität, wo gesagt wird, alle Menschen sind Kinder Gottes. Das ist ein bisschen zu leicht. Das passt auch nicht zur Bibel, das passt nicht zu den Texten, die wir gerade gelesen haben. Ich komme gleich dazu. Gott als Vater, Adoptio, Annahme. Der Text von heute sagt, wir brauchen Pfingsten, um Weihnachten zu feiern, und das geht dann über Karfreitag und Ostern. Und durch den Geist können wir sagen, Abba, Vater. Abba, lieber Vater. Vielleicht haben Sie auch das gehört, vielleicht öfters, dass es so ausgelegt wird, dass das das kinderliche Reden aus der Bibel ist und das Abba eigentlich heißt Papa. Was nicht stimmt. Es ist ein wichtiger Exeget, der das damals gesagt hat, schon in den Jahren 60. Wir sollten das so lesen, das heißt, man kann Gott Papa nennen, das heißt Abba. Aber die neueren neutestamentlichen Forschungen haben deutlich gemacht, dass das nicht stimmt. Auch in dem Wort Abba hört man die Distanz, den Respekt für Gott, den Vater. Es heißt also nicht Gott Papa nennen. Es bleibt der heilige Gott, der in Christus unser Vater sein will. Aber es ist ein vertrauliches Sprechen. So dürfen Kinder mit ihrem Vater im Himmel reden. Und deshalb spricht die Bibel sehr oft über Gott als Vater, die Vaterschaft Gottes. Das ist die wichtige Botschaft, die in der Tradition, die ich gerade erwähnte, zu wenig genannt wurde. Aber wie gesagt, ich verstehe das als eine Reaktion auf, dass es auch eine Tradition gibt, wo man sagt, also jedes Kind, das, sagen wir so, in der Kirche geboren wird, ist ein Kind Gottes. Und die Notwendigkeit der Bekehrung, dieses Moment, wo Galater darüber spricht, ist dann nicht mehr notwendig. Wir werden als Kind von gläubigen Eltern im Bunde Gottes geboren. Wir werden angesprochen als Kinder Gottes. Und da gibt es diese Spannung, dass wir sind Kinder Gottes, aber wir müssen es noch werden. Und da ist dieser Moment drin, was ich am Anfang erwähnt habe, als Moment der Bekehrung. Der Gläubige hat einen Vater im Himmel. Der Vater, der uns angenommen hat als seine Adoptivkinder. Wir waren es von Geburt nicht. Und jetzt komme ich zurück auf diese Unterscheidung der beiden Gerechtigkeiten. Wenn die Voraussetzung in der Kirche ist, wenn die Voraussetzung in der Predigt, in der Theologie, in der Erziehung ist, dass jedes Kind aus gläubigen Eltern automatisch Kind Gottes ist, dass da nichts mehr passieren muss, kein Moment von Bekehrung, kein Wirken des Heiligen Geistes, dann kommt man zu einer Gerechtigkeit, die nur eine horizontale Gerechtigkeit ist. Da muss man im Leben zeigen, dass man Kind Gottes ist. Und dann vergisst man diese wichtige, fundamentale Gerechtigkeit, dass es zuerst klar werden muss, dass ein Mensch in der Beziehung zu Gott kommen muss, dass es die andere Gerechtigkeit bedarf. Das ist ein Punkt. Eine Beschwerde gegen diese Vaterschaft Gottes ist auch eine moderne Beschwerde. Ist das Bild von Gott als Vater nicht so, wie heißt das heutzutage, genderunfreundlich? Ist es nicht zu männlich, zu einseitig?
kann man vieles dazu sagen. Ich denke, es ist ganz einfach, wenn Gott sich so bekannt gibt, dann haben wir das einfach zu akzeptieren. So sagt uns das die Schrift. Übrigens, Gott redet auch über die mütterliche Sorge, die er gibt. In Jesaja 49 zum Beispiel, da sagt er, wie eine Frau ihr Kind nie vergisst, so werde ich auch dich, Israel, nicht vergessen. Aber die Linie ist, Gott präsentiert sich als Vater in der Schrift und da sollten wir nicht von abrücken. Wie gesagt, auch beim Anfang, das Wort, das müssen wir stehen lassen, so wie es steht. Dann die Auffassung, auch in der christlichen Tradition, auch heute, alle Menschen sind Kinder Gottes. Alle Menschen sind Kinder Gottes. Das heißt, es ist nicht notwendig, dass man als Kind Gottes angenommen wird. Das heißt eigentlich, das Wirken des Geistes, wie Galater darüber redet, ist nicht notwendig. Man kann auch weitergehen. Dann ist auch eigentlich Ostern, Karfreitag, Weihnachten nicht notwendig. Denn wozu soll dann Christus kommen und sterben und auferstehen? Ich habe nie verstanden, wie man aufgrund der Schrift zu einer Auffassung kommen kann, dass alle Menschen Kinder Gottes sind. Wir sind es seit dem Sündenfall nämlich überhaupt nicht mehr. Wir waren es, aber wir haben die Kindschaft im Paradies verloren. Das ist Folge der Entscheidung des Menschen im Paradies. Nur durch das Wirken von Christus, nur durch das Wirken des Geistes kann der Mensch Gott wieder als Vater zurückbekommen. Kein Mensch ist von Natur Sohn oder Tochter Gottes. Dieser Gedanke von der Adoptio finden wir eigentlich wenig in den reformierten Bekenntnisschriften, die wir kennen, also Katechismus und Niederländisches Glaubensbekenntnis, und auch nicht in den Kanonis von Dordrecht, aber in einer anderen reformierten Konfession, nämlich die Konfession von Westminster aus der mehr puritanischen Tradition. Und diesen Text habe ich dazu mitgenommen. Die finden Sie auch auf Ihrem Blatt. Von der Annahme zur Kindschaft. All denen, die gerechtfertigt sind, das lutherische Gerechtigkeit ist passiv, gewährt Gott in seinem einzigen Sohn Jesus Christus und um seinetwillen an der Gnade der Kindschaft teilzuhaben. Dadurch werden sie Kinder Gottes und genießen die entsprechenden Freiheiten und Vorrechte. Gottes Name wird auf sie gelegt. Sie empfangen den Geist der Kindschaft und haben mit aller Zuversicht Zutritt zum Thron der Gnade. Sie sind befähigt, Abba Vater zu rufen und werden durch ihn wie von einem Vater in Erbarmen gehüllt, geschützt, umsorgt und gestraft. Doch niemals werden sie verstoßen, sondern sie sind versiegelt auf den Tag der Erlösung und ererben die Verheißungen als Erben des ewigen Heils. Wenn Sie sagen, ich möchte mehr lesen von diesem Westminster Confession, wenn Sie den noch nicht kennen, diese Webseite glaubensstimme.de hat den ganzen Text von Westminster und es ist sehr zu empfehlen, diesen Text mal zu lesen. Ich komme zum Schluss. Was bringt uns Pfingsten? Was bringt uns diese ganze Reihe der Heilsfakten, Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten? Was es uns bringt, ist, was in dieser Westminster Confession steht, was wir in der Schrift finden, dass wir mit Zuversicht zum Thron der Gnade kommen dürfen. Mit Zuversicht, das heißt nicht mit Angst. Wir sind im Glauben Kinder
Wir brauchen keine Angst zu haben, um zum Thron Gottes zu kommen. Es ist ein Beispiel von diesem Unterschied. Also wir haben ja in den Niederlanden, oder wie manche sagen in Holland, eine königliche Familie. Und ich denke, diese Töchter von Max und Billy, sagen wir bei uns, die können ja ein- und ausgehen bei deren Eltern. Das sind ja die Kinder. Also ich kann das nicht. Ich muss mich anmelden, muss anfragen und dann ist noch ein großes Ereignis, sollte ich im Gespräch mit dem König oder mit der Königin kommen. Aber die Kinder gehen ein und aus. Das ist, was die Schrift erwähnt. Das ist die Frucht vom Pfingsten. Dass wir können mit Zuversicht, ohne Angst, zum Thron der Gnade, zum Thron Gottes kommen. Dieses große Privileg sollten wir auch am kommenden Sonntag ausführlich feiern. Dann wird auch erwähnt im Westminster Confession, und das ist ein schwieriges Thema, wenn Gott Vater ist und ich bin Kind, dann kann er auch strafen. Dann kann er auch so erziehen, der kann züchtigen, der ist wie ein richtiger Vater. Und da kommen wir auch zu Sätzen, die wir im Heidelberger Katechismus finden, Sonntag 9, Sonntag 10. Da muss man ganz vorsichtig sein, das ist mehr für ein persönliches Gespräch als für einen Vortrag, finde ich. Aber das gehört auch zur Kindschaft, der Vater. Wie Sie das vielleicht auch selbst erlebt haben, wie ich das immer noch erlebe, Respekt vor dem Vater, der mir sagt, mein Vater, der wird, so Gott will, in Oktober 92 und er erwartet, dass ich ihm jeden Sonntagabend anrufe, wenn ich zurück bin vom Predigen. Und er sagt, ich will nicht, ja, also ich bin jetzt 61, der sagt immer noch, ich will nicht, dass du im Winter so weit weggehst. Also keine Gottesdienste in Seeland oder so in Nordholland, du bleibst in der Nähe, ja. Und ich gehorche immer noch, denn ich weiß, der meint es gut. Und deshalb rufe ich auch immer noch an. Also 92, ich 61, aber ich bin immer noch das Kind. So ist es auch mit dem Vater im Himmel. Der kann uns auch Sachen sagen, die uns nicht immer gut passen. Auch das gehört zur Kindschaft Gottes. Dann zu allerletzt. Wenn wir durch den Geist von Pfingsten Gott als Vater kennenlernen, Gott als Vater bekommen, dann werden wir Teil seiner Familie. Dann werden wir Teil seiner Familie von Brüdern und Schwestern. Dann kommt auch die Kirche, die Gemeinde im Blick. Dann werden die anderen Gläubigen deine Brüder und deine Schwester. Gott verbindet uns an einander. Und das ist eine Dimension, die wir gerade heute brauchen, in einer Zeit, wo jeder für sich lebt, wo der Individualismus viel zerstört in Familien, in Ehen und auch in Gemeinden. Kindschaft Gottes bedeutet auch, ich bekomme Brüder und Schwestern in der Gemeinde Christi. Und deshalb ist es gut, dass wir heute Abend hier zusammen sind, als Brüder und Schwestern, als die Kinder Gottes, die lernen wollen von unserem Vater im Himmel und unserem großen Bruder, wie er selbst sagt, Jesus Christus, und das alles durch das Wirken des Heiligen Geistes.